Zahlreiche Glückwünsche und Präsente hat sie am 21. November entgegengenommen. Die Rede ist von Carola Schaar, die Präsidentin der IHK Halle-Dessau. Am Montag feierte sie ihren 60. Geburtstag mit einem großen Empfang im Dormero Kongress- und Kulturzentrum in Halle. Rund 200 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft waren an diesem Tag geladen. Darunter auch der Ministerpräsident des Landes Sachsen-Anhalt, Dr. Rainer Haseloff. Frau Schaar ist eine ganz einzigartige Persönlichkeit, die durch ihren gesamten Lebensweg gezeigt hat, dass sie ihre Frau steht und es auch vielen gezeigt hat, wie man sich durchbeißt. Sie hat ganz harte Anfangsjahre nach der Wende gehabt, ohne Arbeit, hat dann ein Unternehmen mitbegründet und eins dann selber gegründet, ist erfolgreiche Unternehmerin und die Übernahme der Präsidentschaft hier der Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau war sozusagen die bisherige Krönung ihres Lebensweges und es hat auch insgesamt der Industrie- und Handelskammer als auch dem Land Sachsen-Anhalt sehr, sehr gut getan. Carola Schaar ist gelernte Industriekauffrau und absolvierte ebenfalls ein Betriebswirtschafts- und Pädagogikstudium. In den 70er und 80er Jahren arbeitete sie als Lehrausbilderin in der Berufsausbildung des Chemiekombinats Bitterfeld. 1985 bis 1990 unterbrach sie ihre Berufstätigkeit im Interesse der Familie. Es hat sich vieles ergeben. Ich habe in meinem Leben auch viel Glück gehabt. Es ist nicht nur alles Fleiß und Können, sondern man muss auch die richtigen Leute kennenlernen, die einem auch Tipps geben, die einem weiterhelfen. Und die Wende damals, die hatte mich ja nun zu einem Zeitpunkt erwischt, wo ich gerade zu Hause war, zur Erziehung meiner beiden Söhne. Und die Berufsausbildung im CKB hat mich dann einfach nicht wieder zurückgenommen. Und dann war ich zack auf der Straße. Ich war dann wirklich die erste Arbeitslose, die sich in Bitterfeld gemeldet hat. Damals hat auch noch niemand nach Abfindung gefragt, sondern das war eben, entwickelte sich einfach alles so. Und dort bin ich auch sehr dankbar, dass ich diesen Weg so gehen konnte, mit Begleitung und Unterstützung vieler anderer aber auch. 1995 begann ihre persönliche Erfolgsgeschichte mit der Gründung der Abasys GmbH. Nur zwei Jahre später folgte die Tukan Multimedia GmbH. In beiden Firmen ist die IHK-Präsidentin alleinige geschäftsführende Gesellschafterin. Im Jahr 2000 wurde sie ebenfalls Gesellschafterin einer Firma in Rio de Janeiro. Seit 2008 bekleidet sie nun das Amt der Präsidentin der IHK Halle-Dessau. Doch trotz ihres großen Erfolges sind ihre Wünsche für die Zukunft bescheiden geblieben. Also beruflich würde ich ganz gerne, dass es mir gut gelingt, die Firmenübergabe an meinen Sohn und an meine Söhne hinzubekommen. Da sind wir ja auf einem guten Weg. Ich hoffe, dass das gut wird, denn mittlerweile wissen auch die Mitarbeiter im Unternehmen, dass ein Nachfolger da ist. Und es haben hier heute nicht alle das Glück zu sagen, ich kann das Unternehmen an einen Nachfolger oder Nachfolgerin übergeben. Das ist schon eine tolle Geschichte. Und so wie es jetzt aussieht, klappt das auch ganz gut. Und für die Mitarbeiter ist es auch eine Beruhigung, dass sie wissen, es geht weiter. Also es wird nicht verkauft, es kommen fremde Gesellschafter. Also schon eine Beruhigung für alle. Und ansonsten wünsche ich mir eigentlich privates Glück. Ja, also mit meinem Mann an meiner Seite, mit meiner Familie. Das ist für mich eigentlich ganz, ganz wichtig. Die Freizeit möchte ich so gut wie möglich ausfüllen. Und vielleicht schaffen wir uns nächstes Jahr wieder einen Hund an. Carola Schaar ist im Übrigen die einzige weibliche IHK-Präsidentin in Deutschland. Eine weitere Leistung, die große Anerkennung verdient. RBW wünscht auch für die nächsten Jahre alles Gute und viel Erfolg für den weiteren Lebensweg.